Ja, kommen wir nun zu einer nächsten Kategorie, zu der ich natürlich auch eine Menge sagen kann. Ich weiß ja nicht, ob das viele unter Ihnen wussten, aber ich bin ja auch Musiker. Ich habe auch eine Band und bin da auch ganz auf Tour und mache da viele gute Lieder, sehr tiefsinnige Texte und so weiter. Und weiß also genau, ich kenne den Prozess total. Ich fühle euch. Jeder, der da sitzt und da macht man sich also Gedanken, man trifft sich, man überlegt sich, was geht mir so im Kopf rum, woraus könnte ich vielleicht ein Lied machen und dann klappt das tatsächlich, dann wird es produziert, dann kommt es aufs Album, dann geht man auf Tour, Blut, Schweiß, Tränen, ja, und am Ende denkt man sich, das alles, was wir machen, das könnte eine beste Band sein und am Ende des Jahres, hier bei der 1Live Krone, dann sieht man die Nominierungsliste und man wird belohnt mit einer Nominierung in der Kategorie Beste Band. Das ist das. Das stelle ich mir schön vor. Mach, fahr ab. Ja. Nominiert in der Kategorie Beste Band. Beatsteaks. Annen Mai Kantereit. Bilderbuch. Kraftklub. Milky Chance. Broilers. Das war die beste aller Zeiten, das war die schlechteste aller Zeiten. Und überblicken wir, das war die beste aller Zeiten, das war die schlechteste aller Zeiten. Und überblicken wir. Ich hätte jetzt gerade mal nachgefragt, das wäre ja Quatsch mit Gloria, ne? Ich meine, es ist ja unseriös, wenn man es hier moderiert und dann irgendwie selber da so, das wie beim Comedy-Preis, ne? Wenn Dieter Nuhr moderiert und selber alle Preise kriegt, das ist ja Quatsch, ne? Moment, aber Sido ist auch nominiert später noch, ne? Naja gut, ist egal. Also es sind tolle Bands dabei, denen man das gerne gönnt, ja, beispielsweise internationale Bands, Bilderbuch, ja, sind zum Beispiel nominiert. Ich finde es ein tolles Beispiel, oder? Für eine super Band, da sieht man mal, was aus Wanda hätte werden können, ohne das ganze Kokain. Wirklich, toll! Meine Damen und Herren! Wer hat denn nun wirklich gewonnen? Ein kleiner Spaß. Oder wie würde Markus Lanz sagen? Schön, dass Sie diesen kleinen Spaß mitgemacht haben, ne? Hier sind Sie. Es ist eine sehr spannende Kategorie. Gewinnen vielleicht wirklich die braven Bungalow-Bewohner von Bilderbuch oder die international gefeierten Jungs von Milky Chance? Die Broilers vielleicht auch. 25 Jahre Bandgeschichte haben sie mittlerweile auf dem Buckel. Und es entscheidet sich zwischen Annen Mai Kantereit und Kraftklub. Die beste Band des Jahres 2017 sind Kraftklub. Das können Sie selbst gar nicht richtig fassen. Sie gewinnen tatsächlich schon wieder eine 1Live-Krone heute Abend. Das ist jetzt Ihre fünfte Krone insgesamt. Und Sie drücken sich, drücken auch noch mal den Bosse. Ja, der freut sich mit. Und die anderen applaudieren brav. Es war ein super Jahr für Kraftklub. Sie haben unter anderem eben auch Ihr Nummer-1-Album rausgebracht. Keine Nacht für niemand. Und die Fans haben sie dafür gefeiert und eben fleißig für sie gewotet. Wobei sie auch zugegeben haben, sie haben auch mal selbst für sich abgestimmt. Auf 1Live. Gibst du dir mal stellvertretend? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Also wir scheinen Fans zu haben, die ja ordentlich am Start sind, die wenig geschlafen haben die letzten Wochen anscheinend.
Also wir sind Fans von allen Mitnominierten in dieser Kategorie. Wir haben die alle schon live gesehen, haben mit allen schon zusammengespielt und lieben alle anderen in dieser Kategorie. Das ist große Liebe für uns. Und ich, für mich ganz persönlich möchte ich nur sagen, dass ich liebe diese vier Leute und ich liebe es, mit denen zusammen zu sein. Und ich liebe es, dass sie mich aufgenommen haben, obwohl ich nicht mein Instrument spielen kann. Dass ich trotzdem in der Band, in der besten Band jetzt hier mit am Start bin. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an Felix. Er hat auch kräftig für uns gewotet. Deswegen auch einen großen Applaus für Felix. Ja, ich hab jetzt so ein Handy. Ich hab so ein Handy mit Internet. Ich kann jetzt voll oft voten. Ich hab voll oft gewotet für uns. Und es hat sich gelohnt. Fünfte Krone bedeutet, jetzt hat jedes Bandmitglied eine Krone zu Hause. Bisher mussten sie die Kronen immer von einem zum anderen alle paar Monate weitergeben, weil sie meinten, jeder will ja mal mit dem Ding angeben. Da durfte jeder mal ran und dann wieder abgeben. Jetzt hat eben jeder seine ganz eigene. Die fünfte Krone für Kraftklub, die zweite heute Abend.